Herzlich willkommen, lieber Wassermann, zu deiner Tarotkartenlegung für den Zeitraum vom 23. November bis zum 2. Dezember. Das ist die erste Dekade im Sternzeichen Schütze. Und die Feuerenergie fängt jetzt gerade an. Man merkt aber noch ein wenig die Wasserenergie vom Skorpion. Das beeinflusst uns alle unterschiedlich stark und da möchte ich mir heute anschauen, wie diese Energien bei dir ankommen, lieber Wassermann. Zu der aktuellen Dekade. Wir haben direkt am Anfang, am 23. November, einen Neumond. Da sind dann kommen die Mondenergien zu einem Stillstand und bauen sich danach wieder neu auf. Also es ist dann danach, ab den 24. eine gute Zeit, um mit etwas Neuem zu beginnen, ne? Ein neues Projekt, ein neues Vorhaben. Schauen wir mal, wie diese Energien bei dir so ankommen. Das ist sie, der Narr. Ach, du steigst ja voll drauf ein, ne? Bei dir fängt wirklich alles von null an. Wow. Also hier kommt wirklich richtig frischer neuer Wind rein. Der Narr ist auch starke Luftenergie, also das wird dir hier sehr gut gefallen. Es könnte sehr chaotisch werden, aber auch sehr kreativ mit vielen neuen Ideen. Du solltest auch jede dieser Ideen ernst nehmen und denen auch nachgehen. Also es könnte sein, dass du in dieser Dekade wirklich sehr neugierig bist. Und dieser Neugier solltest du freien Lauf lassen, ne? Und dem nachgehen. Da können sich ganz viele neue, ja, Perspektiven für dich eröffnen. Beim Narr ist man manchmal auch ein bisschen leichtsinnig, aber grundsätzlich so froh, in einer richtig guten Stimmung, frohen Mutes, ne? So eine gewisse Leichtherzigkeit und ein angenehmes in den Tag hineinleben. Es fängt halt jetzt wirklich alles von null an, ne? Beim Narren ist es auch so, dass man vor einem unbeschriebenen weißen Blatt ist und man ist jetzt frei, mit welchen Inhalten man es beschreiben möchte, ne? Der Kreativität sind da keine Grenzen gesetzt. Also, das wird sehr angenehm für dich, lieber Wassermann. Und du sehnst dich nach nichts anderem als nach Stille. Ja, ich sehe dann halt schon, dass du diese Energie des Narren hauptsächlich für deine Gedanken investierst, ne? Also, du wirst nicht so viel durch die Welt gehen und mit ganz vielen Leuten reden, sondern wirst eher die Ruhe suchen, ne? Die Stille suchen, dich nach innen richten, aber dann sprudeln die Ideen, ne? Also dann wird sich diese ganze Narrenenergie komplett in deinen Kopf abspielen, ne? In deinen Gedanken. Also das stelle ich mir schon sehr kreativ sprudelnd vor, ne? Da wird eine Menge passieren. Könnte auch einfach dann ein bisschen ungeordnet werden. Ja, aber du solltest die Kommunikation mit anderen Menschen dabei nicht außer Acht lassen. Vielleicht, na, also wenn du dich so zurückziehen willst, vielleicht kommunizierst du dann viel über Medien. Könnte sehr gut sein, ne, dass du dann, du solltest den Austausch auf jeden Fall suchen. Hier gibt es irgendwo jemand, der dich bereichern könnte, der dich mit einer guten Idee ausstatten kann, mit einer interessanten Sache. Es gibt hier irgendwie ein Geschenk, das auf dich wartet. Irgendwie ein metaphorisches Geschenk. Etwas, wofür du zwar offen sein musst, was dir aber geschenkt entgegengebracht wird, ne? Etwas, womit du nicht rechnest. Kann auch finanzieller Natur sein. Ich sehe das aber hier in dieser Legung tatsächlich mehr als eine geistige Anregung. Ne? Den richtigen Clou. Ne? Dass jemand irgendwie dir vielleicht das richtige Wissen vermittelt, was du brauchst, um eine Idee weiterzuentwickeln. Sowas könnte es sein. Ne? Oder eine Person, die dir einfach zum richtigen Zeitpunkt die richtige Frage stellt. Das Wort. Ach, du bist ja voll hier im Kopfprozess, ne? Diejenigen von euch, die gerne schreiben, ne, werden
zum Ende der Dekade hin, ab den 28. wirklich in so einen Schreibprozess kommen können. Also da sehe ich halt wirklich, dass du hier anfängst, etwas aufzuschreiben, dass das geschriebene Wort wichtig wird, aber vielleicht wirst du auch viel mehr lesen. Vielleicht kriegst du halt wirklich so einen Lesedrive, ne? Dass du halt irgendwie hier wirklich auf ein ganz interessantes neues Thema stößt und davon nicht wegkommst. Ich sehe hier aber alles, ne, voll auf Kopfebene, muss ich schon sagen, weil du eben diese Stille suchst, ne? Vielleicht, gut, wenn du in einer Beziehung bist, in einer Special Situation, ne, mit einer Special Person so, dann kann man natürlich dann mit dieser Person das auch sehr gut ausleben, ne? Aber ich sehe dich hier nicht mit vielen Menschen. Aber das Wort ist auch manchmal so, dass neue Geschichten geschrieben werden sollen, ne? Also vielleicht, wenn du dich in einer Beziehung befindest oder jemanden kennengelernt hast kürzlich, dann wird sich vielleicht eure Beziehung auf sehr spannende Weise, etwas unkonventionelle Art und Weise weiterentwickeln. Ne? Es könnte sein, hier werden zum Ende der Dekade neue Geschichten für dich geschrieben. Ne? Das Leben schreibt diese Geschichten. Ne? Und der ein oder andere von euch, je nachdem, was eure Intention ist, wird dann auch diese Geschichten zu Papier bringen oder auch nicht, ne? Oder vielleicht etwas anderes zu Papier bringen, was aus diesen Geschichten resultiert. Aber das geschriebene Wort ist hier zum Ende der Dekade wirklich ein entscheidender Faktor. Lasst eurer Neugierde freien Lauf, ne? Kann ich nur betonen. Das ist irgendwie eine sehr spannende Energie, die sich hier aufzeigt. Mal gucken, mit welchen Herausforderungen du es zu tun hast. Ja, du bist recht harmonisch, du willst Stille, ja. Du magst im Moment keine Konflikte mit anderen Mitmenschen. Du stellst dich hier ein bisschen, ja, stellst diese Konflikte einfach ab, ne? Also mit dieser Energie neigt man leider auch ein bisschen dazu, die Dinge unterm Teppich zu kehren und Konflikte einfach nicht anzusprechen, ne? Aber es ist vielleicht auch genau das Richtige aktuell, je nachdem, wie groß diese Konflikte sind, ne? Aber du willst im Moment mit den ganzen Konflikten um dich herum in deiner Umgebung nichts zu tun haben. Du machst die Schotten dicht. Deine intellektuellen, deine geistigen Fähigkeiten behältst du für dich alleine, ne? Die sammelst du. Du sammelst die für dich, du brauchst die für dich selbst gerade. Und deine mentalen Kräfte sind auch sehr stark. Deine Gedanken erzeugen ein stimmiges Bild, führen zu einem Kreis, ne? Dass diese Gedanken einfach einen Sinn ergeben, ne? Im Gesamten. Und das wird dich hier auch wird dich einfach auch glücklich machen, ne? Das mit Zufriedenheit erfüllen. Ja, und du brodelst hier wirklich etwas aus. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja richtig aufregend. Du brütest hier richtig was aus, ne? Ist auf der geistigen Ebene, ne? Es kann eigentlich gar nicht anders sein. Du bist hier sehr. Also eigentlich ist die Kaiserin auch immer eine Karte, die auch von Familie und Bodenständigkeit spricht. Ja, aber die ganzen anderen Karten sind so im Geiste, ne? Und ich, denn dann unter diesen Umständen kann die Kaiserin halt auch eben sich sehr auf die Kreativität beziehen, ne? Mit einer Idee schwanger werden. So ist halt das metaphorische Bild, ne? Dass du hier wirklich den entscheidenden Hinweis bekommst für eine ganz großartige Idee oder eine ganz neue oder eine ganz besondere Perspektive. Und vor allem, das ist eben auch diese Narrenenergie, ne? Du hast hier ein unbeschriebenes Blatt, du bist frei, womit du das beschreibst, aber das, was du da drauf schreibst, das ist dann auch erstmal drauf geschrieben, das kriegst du nicht mehr weg, ne? Was auch ganz gut ist, aber das wächst an und wächst an, dann kommen immer noch mehr Textstellen hinzu. Ja, und das wird dann zu einem späteren Zeitpunkt, irgendwann in ein paar Monaten, erblühen, ne? Zu seiner vollen Größe erblühen, aber. Also du baust hier halt auch etwas Nachhaltiges auf, etwas für deine Zukunft. Und du kannst dich hier voll und ganz inspirieren lassen, ne? Also die Kaiserin ist auch schon eine Energie, bei der man sich zurücklehnen lassen kann und sich inspirieren lassen kann von der Welt, die man selber schon zuvor erschaffen hat, ne? Du hast die Welt um dich herum so erschaffen, wie,
du das so für dich entschieden hast. Und jetzt kannst du mal die Früchte deiner Arbeit genießen, ne? Und zum Beispiel ist es eben eine Frucht deiner Arbeit, dass du jetzt in diesem Zustand, in diesem Nullpunkt bist, ne? Hast ja hier auch, bist da vorher durch die 10, 9, 8 gegangen. Und jetzt kommst du hier mit frischem Geist, mit frischer Energie wieder erstarkt an und kannst dich von der Welt, in der du dich jetzt befindest, inspirieren lassen. Und findest hier ganz viele interessante Anreize. Und ein besonderes Geschenk ist auch noch dabei, ne? Was dir dann halt so richtig die zündende Idee geben wird. Oh, das ist ja auch wunderschön. Die Liebenden haben wir hier, ne? Die Kraft der Liebe wirkt hier auch noch nach. Ja, du hast die Liebe gefunden. Du hast die Liebe gefunden. Ja, je nachdem, in welcher Form, ne? Vor allem in der Selbstliebe, aber auch das Verbindende in der ganzen Welt. Du hast irgendwie eine Erfahrung gemacht mit dem Verbundensein an sich, ne? Das Verbindende an sich. Je nachdem, ne? Jeder von euch wird das anders erfahren haben, ne? Es ist viele sind da an verschiedenen Punkten einfach. Aber hier hast du eben eine verbindende, liebevolle Erfahrung gemacht. Mit dir selbst, in deinem Freundeskreis, mit einer Special Person, in deiner Familie oder auch vielleicht im Arbeitskollegium. Es war auf jeden Fall hier eine wirklich kraftvolle, liebevolle Erfahrung, die auch Mut von dir erfordert hat. Du hast ja auch eine Herzensentscheidung getroffen für jemanden, für eine Sache. Und das ist genau der Grund, warum du jetzt diese frische neue Energie hast, ne? Und diese geistige Power jetzt hier auf dich zukommt. Ja, du hast dich quasi der Liebe geöffnet und so auch irgendwie vielleicht etwas über die Welt gelernt, etwas über dich gelernt, etwas über ja, die Welt im Allgemeinen. Etwas, das uns alle verbindet. Und das ist wirklich eine ganz tolle Motivation und gibt dir jetzt wirklich den notwendigen Drive. Wow, das ist auch schön. Die Ausgleichung. Die Ausgleichung. Es befriedigt einerseits deine Sehnsucht nach Stille und Ruhe. Na, die findet man bei der Ausgleichung. Da geht es halt auch um eine gesunde Work-Life-Balance, um ein ausgeglichenes Leben, ja, ein Leben, in welchem man seine innere Mitte findet. Gleichzeitig ist die Ausgleichung auch hier eine sehr mental starke Karte, ne, wodurch deine intellektuellen Fähigkeiten geschärft sind, dein Intellekt, du auch in der Lage bist, gute, kluge, faire Entscheidungen zu treffen und auch Gerechtigkeit walten zu lassen. Und es ist eben so auch noch so was Bodenständiges, ne? Und eben auch eine Luftkarte, ne, wohlgemerkt. Also eine Karte, die auch eben hier dein Intellekt anregt. Also wunderschön, ne? Starke Karten. Es geht sehr, sehr stark weiter, muss ich schon sagen. Hier haben wir das Universum. Das Universum spricht davon, dass du dich mit der ganzen Welt verbunden fühlst, ne? Dass du dich hier eins fühlst mit der Welt. Und tief verwurzelt und ja, spricht natürlich von sehr viel Liebesglück, Erfüllung und mit beiden Beinen auf dem Boden zu sein, am richtigen Ort sich zu fühlen und einfach eine Erfahrung von Vollständigkeit zu machen, ne? Von F Erfüllung. Das ist halt genau die Karte, die vor den Narren kommt, ne? Es ist eigentlich eine Erfahrung, die du auch schon hier in der Vergangenheit gemacht hast und wirkt immer noch diese verbindende Erfahrung, die auch von tiefer Selbstliebe geprägt ist und Vertrauen
in die Welt, auch Gott vertrauen, wenn man so möchte. Diese Energie, die wirkt in dein Unterbewusstsein weiter fort. Die wirkt einfach weiter und trägt dich, ne? Gibt dir den notwendigen Halt. Eine wunderschöne Energie in dieser Kombination, muss ich schon sagen. Es ist auch so, dass du vielleicht auch einen gewissen Lebensabschnitt in dein Leben hier auch schon, ne, in der Vergangenheit abgeschlossen hast. Und du kannst diesen Lebensabschnitt einerseits jetzt aus einer anderen Perspektive betrachten. Und andererseits hast du so viel davon gelernt, dass du jetzt sehr stark daran wachsen kannst und jetzt wirklich für den nächsten Schritt bereit bist, ne? Einen Schritt in das Neue, und du hast keine Angst, du zögerst nicht, du hast alle Hindernisse dafür schon bereits überwunden und hast dich für diesen Weg entschieden. Und das Universum befürwortet das, ne? Unterstützt dich dabei, trägt dich und gibt dir einen Vorschub, ne? Hilft dir einfach. Das Universum hilft dir. Daher auch das Geschenk, ne? Das ergibt ja voll Sinn, ne? Hier, deswegen auch das Geschenk, das kommt vom Universum, ne? Weil es, den Weg, auf den du dich befindest, der ist einfach begünstigt. Das ist einfach gut. Das soll so sein, ne? Und das wirst du dann halt auch im Laufe der Dekade merken. Puh. Ja, also zunächst, also diese Tage am Anfang der Dekade, 23. bis 27. November, können auch von schweren negativen Gefühlen geprägt sein, ne? Schuldgefühlen jeglicher Art. Vielleicht machst du auch jemanden Vorwürfe, vielleicht ist das halt auch, hat das auch mit der Vergangenheit zu tun, dass du hier jemanden aus der Vergangenheit Vorwürfe machst, weil du plötzlich ja auch alles aus einer anderen Perspektive siehst. Du machst hier halt natürlich auch wichtige Erkenntnisse, und Erkenntnisse können manchmal ganz schön verletzende Konsequenzen mit sich ziehen. Und das, da kommt einiges hoch, ne? Also schwermütige Gedanken werden schon hochkommen, aber du hast alles, was man dafür, was du brauchst, um diese Gedanken zu verarbeiten, ne? Das gehört zum Prozess. Das gehört zum Prozess. Vielleicht wirst du auch von jemandem mit schweren Vorwürfen konfrontiert sein. Dann musst du genau prüfen. Und du hast hier die Gerechtigkeit. Du musst genau prüfen, ob das gerechtfertigt ist oder nicht. Weil, ne, Menschen machen einen oft für alles mögliche Vorwürfe, ne? Es ist nicht immer fair. Und auch könnte es sein, dass dadurch, dass du dich jetzt in eine neue Situation befindest, du auch mit dir selber, dazu neigst, dir selber ungerechte Selbstvorwürfe zu machen, ne? Du solltest auf jeden Fall all diese Themen sehr genau prüfen und hinterfragen, ob da eine Berechtigung überhaupt besteht und ob es gerecht ist, ne? Gerechtigkeit walten lassen. Enttäuschung. Ja, es ist irgendwie, du bist jetzt in einer neuen Welt, ziehst dich zurück, reflektierst das alles und dir fällt es vielleicht so ein bisschen wie Schuppen von den Augen, ne? Was du früher alles falsch gemacht hast oder was früher einfach falsch gelaufen ist, was jetzt anders ist, ne? Da können schon ganz schön viele krasse Gefühle hochkommen. Bei der Enttäuschung, es ist manchmal auch wie ein Befreiungserlebnis, aber es ist auch manchmal nicht so leicht. Da fällt eine Illusion ab, etwas, was man immer als selbstverständlich erachtet hat, was man auch vielleicht an Erwartung an sich oder und oder den anderen hatte. Eine Illusion fällt ab und plötzlich sieht man das Wesentliche der Dinge, ne? Das kommt natürlich alles hier durch diese starken Karten, ne? Du bist hier gepusht in eine neue Welt, ne? Ja, was heißt neue Welt? In einen neuen Sinnzusammenhang, ne? Der viel besser zu dir passt, den du selber dir geschaffen hast. Und da muss man halt auch sich mit einigen negativen, schmerzenden Konsequenzen und einigen unangenehmen Wahrheiten auseinandersetzen. Aber du schaffst das schon, ne?
Der Prinz der Schwerter in deiner Umgebung. Ja, entweder wirst du von deiner Umgebung als Prinz der Schwerter wahrgenommen, oder du hast einen Prinz der Schwerter um dich herum, der dich also der einfach an deiner Seite ist in diesem Prozess. Kann auch beides sein, kann auch wechselwirkend sein. Passend finde ich, dass der Prinz der Schwerter eigentlich den Narren, ne, also repräsentiert. Also der Narr ist noch viel stärker, aber die beiden Karten stehen in starkem Zusammenhang miteinander. Der Prinz der Schwerter ist eben eine Luftperson, ebenso wie du ein Luftzeichen bist. Waage könnte hier aber auch eine Rolle spielen oder Zwilling. Dieser Mensch kann aber auch jegliches Sternzeichen haben und einfach von deiner Narrenenergie dermaßen inspiriert sein, dass dieser Mensch selber irgendwie etwas Schwerthaftes, also etwas Luftiges an sich hat, ne? Kann sich auch nur so vorübergehend so zeigen. Der Prinz der Schwerter ist tendenziell eher etwas unreif. Der bringt sehr viel unreife junge Energie mit. Könnte sich auch um ein Kind handeln, ne? Wenn du Kinder hast. Aber wie schon gesagt, der Prinz der Schwerter ist wieder nah, ne? Also ich halte es für am wahrscheinlichsten, dass du von deiner Umgebung als dieser Prinz der Schwerter wahrgenommen wirst, ne? Vielleicht werden auch ein paar Leute mit den Kopf schütteln oder sich wundern, weil du dich auch so zurückziehst. Ich glaube, der Prinz der Schwerter ist auch so mal so, mal so, etwas unzuverlässig, aber auch irgendwie immer witzig und immer sehr kommunikativ. Immer sehr geistreich, aber auch ein bisschen kapriziös. Und könnte sehr gut sein, dass du auch in dieser Dekade so wahrgenommen wirst. Wir schauen mal, was denkt der Prinz der Schwerter? Ja, der kommt hier auf echt gute Ideen, ne? Das Ass der Schwerter, wunderschön. Also du als dieser Mensch oder mit diesem Menschen kommst hier auf richtig gute Ideen. Und eine neue Perspektive, eine neue Weltsicht, ne, kann sich hier auch eröffnen. Ja, und das passiert natürlich alles auf der vergangenen Erfahrung, auf diese. Du fühlst dich einfach auch so richtig sicher in diesem Universum, ne? Du fühlst dich sicher auf den Universum getragen. Und das ist einfach etwas, wo du mit dir ein neues Fundament erbaust, ne? Ein neues Fundament. Hier beginnt wirklich ein sehr starker neuer Zyklus in deinem Leben. Und der hat das Potenzial, sich wirklich über eine lange Zeit sehr positiv auszuwirken. Wow, ja, okay, du meinst es wirklich sehr, sehr ernst, ne? Du willst irgendwie die ganze Welt einmal umdrehen. Möchtest dich hier auch irgendwie aus gewissen Abhängigkeiten befreien. Du möchtest hier etwas Neues lernen für dich. Du möchtest hier die ganze Welt auf den Kopf stellen. Ich finde das hier in Bezug auf diesen Karten ganz positiv, weil ja, da können wirklich ganz viele alte Probleme hochkommen oder wirklich negative Glaubensüberzeugungen, die an dir nagen. Und das sind ja auch alles Dinge, die dich in deinen Tun zurückhalten, besonders weil du ein Luftzeichen bist, ne? Wenn du bist eigentlich dieses Ass. Und da kommen diese alten, verkrusteten neuen Schwerter und wollen dir für deine Ideen ein schlechtes Gewissen einreden, ne? So kommt mir das so vor, aber du sagst nein und befreist dich davon, ne? Und mit deinem neuen Supernagel, neuen Superschwert aus, oh, wie heißt denn das? Adamantium? Ja, egal. also mit deinem super neuen Superschwert schlägst du diese ganzen verkrusteten alten Schwerter nieder und kannst so eben diesen Turm einreißen, ne? Also, das ist halt schon deine Absicht. Du lässt dir dafür ein bisschen Zeit, also du wirst dich eher zurückziehen, aber du bist bereit, in naher Zukunft dieses zu tun, ne? Hm.
Ja, hier haben wir einen Ritter der Kelche. Ja, da kommt jetzt noch mal hier ganz andere Energie rein. Ja, eben, also bevor ich auf diese Person eingehe, mit dem Turm noch etwas. Ja, du bist dazu bereit. Das vollzieht sich wahrscheinlich gar nicht auf eine besondere Aktion. Das ist alles im Geist. Und das habe ich eben gerade ein bisschen übersehen. Weil normalerweise, wenn ich jetzt hier diese rote Farbe sehe, ne, dann denke ich immer an Tatkraft. Und da denke ich eigentlich daran, dass man hier eine richtig krasse Entscheidung trifft, die auch sehr viel Mut braucht und halt auch sehr starke Konsequenzen hat. Zum Beispiel, dass man wirklich umzieht oder kündigt oder wirklich irgendwie, weiß nicht, sehr radikal entrümpelt bei sich, ne? Also sehr konsequent entrümpelt, irgendwie so eine Aktion. Aber es geht, du hast ja hier so viel Luft, also du hast so viel, du bist gerade nur im Geiste, ne? Und ziehst dich sonst ein bisschen zurück aus der Welt. Deswegen ist das etwas, also dass du bist für diesen Befreiungsschlag bereit, aber das vollzieht sich alles auf intellektueller Ebene. Und da bist du bereit, sehr konsequent umzudenken, ne? Und bist offen für neue, auch bahnbrechende Einsichten, Erkenntnisse, ne? Das wollte ich halt nur noch mal sagen, ne? Das war mir wichtig. Und dann der Ritter der Kelche. Ja, eine andere Person, ne? Also der Ritter der Kelche kann sich auch auf eine weibliche Person beziehen. Hier haben wir auf jeden Fall eine Wasserperson. Natürlich kann sich die Karte auch auf dich beziehen. Deine Wasserseiten könnte auch sehr gut sein. Je nachdem. Aber du bist ja ein Luftzeichen, ne? Der Ritter der Kelche ist eine Person des Wassers, wahrscheinlich, ne? Oder bringt halt sehr viel Wasserenergie mit. Fische, Krebs oder Skorpion. Eine Person, die auch eine gewisse Reife mit sich bringt, Verantwortung übernehmen kann über die eigenen Gefühle. Eine sehr fürsorgliche Person, ein Romantiker, ein Charmeur. Eine Person, die auch sozial denkt, ne? Also könnte natürlich auch sein, dass diese Karte sich auf dich bezieht und du hier auch sehr viel empathische Fähigkeiten durch diese ganze Situation erlangst, besonders ab dem 28., 29. Dezember. Aber es könnte halt auch sein, dass du diese Person triffst, ne? Um, ab diesem Zeitpunkt ungefähr, ne? Oder dass dieser Mensch ab dieser Zeit besonders intensiv in dein Leben ist. Oder die Begegnung sehr intensiv ist, ne? Also wir schauen mal, was denkt der Ritter der Kelche? Ja, so beruflich könnte es auch sein, dass du hier eine soziale Tätigkeit ausübst, ne? Also der Ritter der Kelche, so im Job, ist der wie ein Berater, ein Therapeut, ein Sozialarbeiter, jemand oderin, jemand, an den man sich wendet, der für einen da ist, so, ne? Der soziale Tätigkeiten ausführt. Der auch sehr viel gibt. Ja, hier haben wir. Ah, dieser Mensch ist voller Leidenschaft. Hier haben wir auch Löwe. Feuerenergie kommt da rein. Könnte auch gut Skorpion sein. Hier eine Person mit sehr viel Leidenschaft, sehr viel Mut auch. Ja, der sich auch sehr, diese Person, wenn das eine externe Person ist, dann fühlt diese Person sich wirklich sehr stark sexuell angezogen zu dir. Aber auch auf eine tiefe Art und Weise, ne? Also nicht so oberflächlich, sondern wirklich, ja, ist das schon sehr leidenschaftlich einfach, ne? Ja, stark, okay. Diese Person bedeutet die neun Schwerter.
Ja, ich habe eine Theorie. Ja, ich brauchte ein bisschen, um darüber nachzudenken, weil das ist echt schon seltsam. Weil, naja, es könnte natürlich sein, dass der Ritter der Kelche hier auf dich zukommt und dir etwas vorwirft oder du wirfst ihm etwas vor. Also es könnte schon hier sein, dass zwischen euch beiden eine etwas unvorteilhafte Kommunikation besteht. Aber das ist nicht alles. Also eigentlich hat also eigentlich besteht ja voll die Anziehungskraft zwischen euch, ne? Also ich weiß nicht genau. Du hast auf jeden Fall hier schon auch dieser Person etwas zu sagen, ne? Du bist da schon geladen, kann man sagen. Es könnte schon so gut sein, dass du hier auch ein bisschen wütend bist, ne? Und hier auch bereit bist, die Beziehung auch mal richtig einmal umzuwälzen, ne? Hier mal alles irgendwie rauszulassen, was man sich an den Kopf werfen wollte, um sich dann auch, um dann endlich auch diese Schwerter zu überwinden. Das könnte hier sehr gut sein. Es könnte aber auch sein, dass dieser Ritter der Kelche, du bist ja auch, das fand ich hier auch als Sinnbild sehr, sehr witzig. Es wird sich in eurem Leben immer ein wenig anders äußern, diese Energien. Deswegen kann ich hier jetzt quasi eigentlich nur Beispiel vorbringen. Aber ich fand das eigentlich sehr witzig. Du bist hier total zurückgezogen in deinen geistigen, also in deiner geistigen Burg, ne? In Fledermaushöhle, ne? Wie bei Batman. Und dass diese Person dich aus dieser Energie rausbringt, das könnte hier auch sehr gut sein, ne? Und quasi, dass du zusammen mit dieser Person über die Leidenschaft, ne, auch über das Sexuelle, diese Schwerter einreißt, ne, den Turm, nach dem du dich sehnst, ne, hier, dass das irgendwie auch für dich ein Befreiungsschlag ist aus dieser geistigen Sphäre, ne, so dass die 9 Schwerter zu den 10 Schwertern werden und du dann halt einen gewissen Zyklus an Gedanken hinter dir lassen kannst. Das würde ich jetzt ja auch recht spannend finden, muss ich zugeben. Finde ich auch eine Interpretationsweise. Ja, mal schauen, wie sich das bei euch im Leben zeigen wird. Also grundsätzlich wirst du dich hier schon wohlfühlen, am Anfang der Dekade mit dieser zurückgezogenen Energie, aber ich kann mir schon vorstellen, dass so nach 5, 6, 7 Tagen dass dann auch irgendwie zu viel Gedanken irgendwann für dich werden. Und dann könnte das wirklich ganz gut sein, dass diese Situation dich so ein bisschen da rausbringen werden. Und dass sich das dann auch wie ein Befreiungsschlag anfühlen kann, ne? Auch wenn eben nicht zu viel des Guten, zu viel der Gedanken dann irgendwann. Irgendwann muss man da ja wieder rauskommen. Aber hier ist wirklich schon eine interessante Legung, lieber Wassermann. Ich habe hier noch 2 Karten. Es sind 2 beim Mischen rausgefallen, von der Mondenergie. Das erste ist, ja, meditiere und denke nach. Besonders am Anfang der Dekade, ne? So zwischen den 23. und 28. November solltest du dir richtig viel Zeit für dich nehmen, ne? Und hier diese Kraft der Ausgleichung nutzen, meditieren, nachdenken, finde ich, sehr gut. Solltest du machen. Und das zweite ist, befreie dich von Negativität. Ja, hier der Turm und die Grausamkeit überwinden, diese alten verrosteten Schwerter zerstören, ne? Zerstören. Also befreie dich von Negativität. Vollmond im Skorpion, Neumond in den Fische. Ja, da haben wir hier diese. Den Ritter der Kelche, der könnte auch Skorpion sein oder Fische, könnte sehr gut sein. Krebs. Krebs sehe ich aber tatsächlich weniger. Ich hätte da noch Waage, viel Waage. Löwe. Ja, das ist so meine Prognose. Vielleicht ein bisschen Zwillinge, aber ja, ein bisschen schon. Aber manchmal hängt das alles gar nicht so von den Sternzeichen ab. Ja. Wir haben ja doch letztendlich alle Temperamente in irgendeiner Weise in uns, ne? Nur gewisse Merkmale stehen halt einfach, gewisse Temperamente stehen im Vordergrund.
Ja, lieber Wassermann, ich hoffe, dass dir diese Legung gefallen hat und dass sie dich inspiriert hat. Ich bin sehr gespannt auf deine kreative Phase und deine tollen neuen Ideen. Von Herzen alles Gute und bis bald mal wieder. Hat dir dieses Video gefallen? Du hast aber noch offene Fragen und möchtest persönlich beraten werden? In meinem Etsy-Shop kannst du eine persönliche Legung für dich buchen. Ich freue mich auf dich.